Sommerzeit ist Kinozeit und ich empfehle vollen Herzens Bibi und Tina einfach anders. Und ich freue mich heute, die Hauptdarstellerin, eine von zweien, da zu haben. Herzlich willkommen, Ina Hirschberg. Wie geht's dir und wo bist du? Dankeschön. Ich freue mich auch, mit dir zu sprechen. Und ja, mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir Sonntag Premiere haben. Aber mir geht's gut. Das freut mich. Und ich habe ja die Daumen gedrückt. Ne? Damals, das ganze Cast, die ganzen männlichen und weiblichen Hauptdarstellerinnen waren damals hier in der Web-Talkshow. Wir haben gesungen, wir haben erzählt. Und damals war ja nicht klar, gibt es eine zweite Staffel. Alle haben gesagt, wäre super, super toll. Wir haben auch Fingers crossed. Und dann war erstmal gar nichts. Und dann kam die Nachricht, es gibt einen Kinofilm. Was hast du gedacht, als du es gehört hast? Also ich muss sagen, so ich habe ja die ganze, also es hat zwar nach außen keiner was gehört, aber ich habe schon immer mal wieder was gehört. Ich wusste, dass es in Planung ist. Aber als dann feststand, dass wir es wirklich drehen können und dass wir wirklich uns nochmal alle so wiedersehen und weitermachen, ich habe mich mega gefreut. Also es war richtig, richtig cool. Ich habe wieder so viele Ohrwürmer, wieder so viel gute Musik. Wie liefen die Aufnahmen? Weil es war ja wieder bei Peter Plath und Ulf Leo Sommer, ne? Ich bin jetzt nach Berlin gezogen, wir sind jetzt Nachbarn, Peter, Ulf und ich. Von daher war auch der Weg und so nicht so weit. es hat super viel Spaß gemacht. Es waren richtig coole Aufnahmen. Ich war richtig happy, als ich die Lieder gehört habe, weil ich die auch alle richtig schön fand. Und ich habe sie sehr, sehr gerne gesungen. Und die Aufnahmen an sich haben auch mega Spaß gemacht. Also Peter und Ulf sind ja die liebsten Menschen auf der Welt. Und witzigerweise hat, während ich eingesungen habe, auch ein Freund von mir aus meinem Internat da gerade Praktikum gemacht. Den habe ich dann auch wieder gesehen. Von daher waren es sehr coole Aufnahmen. Hallo, hallo, hat sich direkt eingebrannt. Das war auch mein Lieblingssong. Bibi und Tina sind ja durchs Weltall geflogen. Das stelle ich mir dann natürlich super vor mit dir und Harriet Herbig-Matten, wenn ihr dann da vom Greenscreen steht und jetzt seid ihr im Weltall, macht mal was. War das ein bisschen strange oder part of the deal? Book hat das alles 1A vorgemacht mit dem ganzen Trampolinspringen und Tanzen und so. Das heißt, wir hatten schon so eine klare Vorstellung. es war super lustig. Das war einer der schönsten Drehtage, weil es war irgendwie einfach mal was anderes. Wir haben ja sonst wirklich jeden Tag immer nur draußen gedreht und dann waren wir einen Tag mal im Studio und haben einen Tag mal was ganz anderes gemacht, haben irgendwie wirklich den ganzen Tag lang nur für dieses eine Musikvideo Clips vor Greenscreen aufgenommen, sind Trampolin gesprungen und haben Räder gemacht und Purzelbäume gemacht und sind von Boxsprüngen gesprungen und haben getanzt und alles Mögliche gemacht und durften dann auch immer wieder so unsere eigenen Ideen machen. Und es war einfach ein echt schöner, super, super lustiger Drehtag. Book ist Detlef Book, der die Regie gemacht hat. Drumherum weiterhin tolles Cast, was wir aus der Serie schon kennen. Benjamin Weigand ist weiter als Alex dabei. Richard Kreutz spielt Holger Franziska Weiß, Susanne. Holger Stockhaus, Graf Falke von Falkenstein, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Ist immer ein Fest, wenn der spielt. Aber auch Kurt Krömer, ich möchte gar nicht sagen, in welcher Rolle oder in wie vielen, aber das macht Spaß. Und auch Daniel Donskoy schaut kurz mit dem Kamel vorbei. Und ich habe im Kino so gedacht, und wie gerne hätte ich das als Serie gesehen. Also es ist natürlich schön, ne, die ganzen 1 Stunde 42 Minuten mit euch quasi einen kompletten Sommer zu durchleben. Aber als Serie hätte das jetzt auch nicht geschadet. Das sind tatsächlich die Serienbücher als Film umgeschrieben. Also die Serie hätte den gleichen Inhalt ungefähr gehabt. Es gibt ja ein Lebewesen, was auftaucht, was so neu ist im Bibi und Tina-Kosmos. Aber das verraten wir nicht, weil es muss ja auch noch ein bisschen mehr geben, ne? Was die Leute sich dann noch angucken. Hast du es geschafft, nach den Dreharbeiten die Ohrwürmer wieder schnell loszuwerden? Oder beißen die sich bei dir genauso fest wie bei mir? Ganz schwierig. Also danach muss man erstmal ein paar Wochen wegfahren. Darf gar keine Musik. Nein. Es geht tatsächlich. Es ist immer krass, so an den Drehtagen, wo man die Musikvideos aufnimmt. Weil man hört sie wirklich Stunden in Dauerschleife und dann singt man die noch so 3, 4, 5 Tage. Aber inzwischen bin ich sehr trainiert darin, diese Ohrwürmer wieder loszuwerden, dass es geht. Und es gibt krasse Botschaften in dem Film, die mir sehr gut gefallen haben. Eine ist, Reden hilft immer. Das ist ein Satz, das sind wirklich nur 3 Worte, aber die sind so krass wichtig, das glaubt man gar nicht, weil man hört immer, ja, miteinander sprechen ist so wichtig und trotzdem machen es die wenigsten Leute. Deswegen, das fand ich so prägnant auf den Punkt gebracht. Und was auch krass ist, es gibt eine Figur, die rast mit Bibi ziemlich gegeneinander und die trägt später ein Shirt, auf dem steht drauf, Gott ist tot. Und das Geile ist, sie wird aufgrund dieses Shirts irgendwie die ganze Zeit angefeindet
Und deine Figur ist es eben, Bibi sagt, Gott ist tot, das ist Nietzsche. Das ist witzig, weil das stand gar nicht im Drehbuch, das habe ich einfach so gesagt. Und Buck fand es so gut, dass er es reingenommen hat. Geil, großartig. War für mich einer der absoluten Lieblingsmomente, weil Bibi auch in dem Moment so straight war, in dem, wie sie es gesagt hat. Und vor allem, es geht ja ganz viel um Gefühle und um das Sein, aber ganz selten darum, dass Bibi richtig, richtig, richtig clever ist. Und da zeigt sich das aus, weil sie ist auch mit so einer, ich sag mal, sehr rotzigen Selbstverständlichkeit. So, seid ihr doof? Das ist Nietzsche. Was ist los mit euch? Das hat mir sehr gefallen. Aber auch das Thema gewaltfreie Kommunikation ist entscheidend. Was hast du gedacht, als du gesehen hast, dass auch der moralische Kompass wieder in genau die richtigen Richtungen ausgerichtet ist? Das finde ich ist eigentlich das Schöne an den Bibi und Tina-Filmen, weil es sind klar Kinderfilme und so. Und man versucht aber trotzdem eigentlich immer so auch eine Botschaft den Kindern mit auf den Weg zu geben oder so ein bisschen vielleicht eine Richtung zu zeigen, die vielleicht gut funktioniert. Und das, ich finde es eben super schön, weil Kinder ja auch noch total in der Entwicklung sind und sich orientieren. Und wenn man denen dann so eine kleine Orientierungshilfe irgendwie immer wieder mitgeben kann, das finde ich das Schöne an den Filmen eigentlich. Und deshalb mag ich auch diese kleinen Szenen und so, in denen man irgendwie, ja, denen einfach so eine Hilfe mit auf den Weg gibt oder vielleicht so ein, ja, ohne jetzt so bemutternd zu sein, so eine kleine Moral mit auf dem Weg gibt, sage ich mal, sondern das ein bisschen spielerisch verpackt. Das mache ich super gern, das finde ich sehr, sehr schön. Und auch in den Songs, also ich zitiere, anders braucht Mut, anders braucht Kraft, anders bist du, anders braucht Wut und Leidenschaft, anders ist gut. Und das ist ja wirklich eine, nachdem wir irgendwie 20, 30 Jahre irgendwie so der Drill war, sei wie alle anderen, blablabla, bitte niemals sein. Es ist so schön, dass ihr eben alle singt, anders ist gut. Und das ist ja auch, ich glaube, da haben alle dann mitgesungen. Ne? Das war so ein kompletter Cast-Song. Ja. Toll. Man hört es vielleicht raus, eine richtig gute Zeit im Kino. Und das Schöne war, bei der Presseverführung gab es die Möglichkeit, dass die JournalistInnen ihre Kinder mitnehmen konnten. Das heißt, es war sehr gute Stimmung und vor allem habe ich nicht als Einzige an den lustigen Stellen gelacht. Ganz viele Erwachsene haben dann Angst vor anderen Erwachsenen, nicht als erwachsen wahrgenommen zu werden, wenn sie über gute Gags lachen, die aber auch für Kinder sind. Und ich habe mich grenzenlos amüsiert und wie gesagt, glücklicherweise nicht alleine gelacht. Ich hatte eine wirklich schöne Zeit. Jetzt ist Bibi und Tina natürlich bisher, gerade Bibi, deine Rolle, die so ein bisschen deine Karriere bisher prägt. Aber das ist ja nicht das Einzige, was du gedreht hast. Was ist mit dir und der Kommissar und der See? Da habe ich mitgespielt, das ist richtig. Ja, wen hast du denn da gespielt? Kannst ja vielleicht ein bisschen kannst du ja vielleicht verraten. Ich habe da ein Mädchen gespielt, das große Probleme und großen Liebeskummer hat und dann eine sehr schreckliche Erfahrung macht. Oh, das klingt nach einer schönen Herausforderung für dich. Ja. Das sind so die Unterschiede zwischen Krimi und Bibi und Tina Sets? Was für Unterschiede? Kein einziger. Es ist natürlich irgendwie ganz anders, weil man ist plötzlich irgendwie ein ernstes Setting, es ist ein kleineres Team. Ich hatte auch viel, viel weniger Drehtage. Ich habe da jetzt nicht die Hauptrolle gespielt. Man lernt das ganze Team nicht so gut kennen. Es ist alles ein bisschen professioneller und ein bisschen weniger Sommerferien. Aber es macht trotzdem Spaß. Wie war denn für dich das Wiedersehen mit Harriet und Benjamin und der ganzen Gang aus der Serie? Also wir haben tatsächlich über die 2 Jahre, wo wir nicht gedreht haben, eigentlich sehr, sehr viel Kontakt gehalten. Wir waren auch während Corona einmal alle zusammen eine Woche in Harriets Ferienhaus am Chiemsee und haben jeden Tag gefacetimed, alle zusammen und so. Also wir hatten die ganze Zeit Kontakt, haben uns immer wieder getroffen und immer wieder gesehen, aber so in der Konstellation dann nochmal mit dem Team und so sich wieder zu sehen, war einfach unfassbar schön, weil irgendwie, keine Ahnung, wir haben uns ja so gut kennengelernt, so während dem Seriendrehen und so, und wir sind so gut befreundet immer noch. Wir wohnen ja inzwischen auch alle in Berlin und treffen uns wöchentlich mehrmals, sehen uns total oft wieder. Und das ist einfach super schön, weil man irgendwie schon so ein Stück weit eine zweite Familie gefunden hat. Und so hat es sich auch ein bisschen angefühlt, so ein bisschen wie nach Hause kommen eigentlich. Sehr schön. Ja, leider ist mir aber auch natürlich aufgefallen, dass einer nicht mehr mit dabei ist. Ja, das hat mir auch sehr im Herzen wehgetan. Christoph Moreno, er war in der ersten Staffel so ein bisschen Bibis Love Interest und hat auch ein paar geile Songs mit beigesteuert. Und ja, schade, oder? Ich meine, wenn ihr dann alle befreundet seid, dass dann auch irgendwie, dass er da nicht mit kann oder beruflich nicht mit darf, das ist schwierig, oder? Es ist super, super schade. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass er doch irgendwie wenigstens kurz vorkommt oder so. Aber es hätte irgendwie nicht in die Geschichte gepasst.
Und es ist eh schon so, dass es super schwer ist, 10 Serienbücher in einen Film zu packen. Und das hat eh schon relativ viele verschiedene Stränge, der Film. Und dann noch ein Strang mehr, irgendwie hätte einfach nicht gepasst. Und das habe ich dann auch verstanden, das hat Chris auch verstanden. Aber es ist trotzdem super, super schade, weil er einfach vom Seriendreh so ein großer Teil war. Er war ja immer mit da. Und Chris ist eigentlich inzwischen einer meiner allerbesten Freunde. Also wir waren auch zusammen in Afrika und keine Ahnung was. Und der hat schon voll gefehlt beim Filmdreh. Jetzt ist der Film ja gerade in den Kinos gestartet. Das heißt, wir brauchen jetzt gar nicht drüber sprechen, ob es einen zweiten Teil gibt oder nicht, weil das hängt natürlich davon ab, dass ihr da draußen ins Kino geht. Und das ist immer wieder krass, weil man denkt, das läuft alles von alleine. Aber nein, wenn ihr also Bock habt, Ina bei der Arbeit zuzugucken und all den anderen coolen Menschen, die daran beteiligt sind, an einer schönen Geschichte mit toller Musik, dann bitte geht ins Kino. Wartet nicht, bis der vielleicht irgendwann mal bei Netflix, Amazon oder irgendwo ist, weil das ist dann fast schon zu spät. Weil wenn ihr das seht, was da passiert, dann denkt ihr auch, ich will den zweiten Teil haben. Deswegen gönnt ihn euch. Es ist fantastisch. Und wer sich Sorgen macht, komme ich vielleicht nicht rein. FSK 0. Ihr kommt alle rein. Und in der Hauptrolle Ina Hirschberg als Bibi. Vielen Dank für deinen Besuch in der Webtalk-Show. Sehr gerne. Und du hast jetzt zum zweiten Mal in deinem Leben eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin gespannt, was das gleich sein wird. Du hast noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, macht das, ich sag noch gerade was, für euch da draußen gilt, seid so stark, wie ihr nur könnt. Und wenn es manchmal leichter ist, sich an anderen Leuten zu orientieren, zum Beispiel an einer jungen Hexe, dann macht das. Weil seid euch sicher, auch wenn Bibi ein fiktiver Charakter ist, hat Bibi sicherlich auch Menschen, an denen sie sich orientiert. Deswegen, wenn ihr manchmal nicht die Stärke in euch findet, guckt, ob ihr sie woanders findet. Und dann übertragt sie einfach auf euch. Seid stark. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend zur Web-Talk-Show. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Ina Hirschberg. Bis dann. Ja, also ich würde gerne eigentlich auch noch was zum Thema Wer bin ich eigentlich und sich selbst finden und anders sein sagen. Weil ich glaube, beim Erwachsenwerden hat jeder das Problem, dass man irgendwie sich an Leuten orientiert. Man muss sich auch an Leuten orientieren. Und nur weil ich mich an jemandem orientiere, heißt das nicht, dass ich ihn nachmache oder kopiere. Aber es ist super, super wichtig, immer zu schauen, was will ich eigentlich und wer bin ich eigentlich gerade und was tut mir eigentlich gut. Und auch wenn man irgendwie eine Zeit lang Fehler macht oder es einem eine Zeit lang nicht gut geht oder man irgendwie Stress hat und irgendwie nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man auf sich hört und das und irgendwie das macht, was man möchte und was einem selbst gut tut, dass es immer einen Weg gibt. Und dass wenn man selbst ist, man am allerglücklichsten ist, am allerbesten ankommt und eigentlich das schönste Leben hat.